24. Kapitel Der Baron Berchtensgardensche Wagen fuhr am Kronprinzenufer vor, und die Baronin, als sie gehört hatte, dass die Herrschaften oben zu Hause seien, stieg langsam die Treppe hinauf, denn sie war nicht gut zu Fuß und ein wenig asthmatisch. Armgard und Melusine begrüßten sie mit großer Freude. Wie gut, wie hübsch, Baronin, sagte Melusine, dass wir Sie sehen, und wir erwarten auch noch Besuch, wenigstens ich, ich habe solch Kribbeln in meinem kleinen Finger. Und dann kommt immer wer. Wroschowitz gewiss, denn er war drei Tage lang schon nicht hier. Und vielleicht auch Professor Kuyatius. Und wenn nicht der, so Dr. Pusch, den Sie noch nicht kennen, trotzdem Sie ihn eigentlich kennen müssten. Noch alte Bekanntschaft aus Londoner Tagen her. Möglicherweise kommt auch Frommel. Aber vor allem, Baronin, was bringen Sie für Wetter mit? Lisi sagte mir eben, es neble so stark, man könne die Hand vor Augen nicht sehen. Lissi hat Ihnen ganz recht berichtet. Der richtige Land und Fogg, wobei mir natürlich Ihr Freund Stechlin einfällt. Aber über den sprechen wir nachher. Jetzt sind wir noch beim Nebel. Es war wirklich so, dass ich immer dachte, wir würden zusammenfahren. Und am Brandenburger Tor, mit den großen Kandelabern dazwischen, sah es beinahe aus wie ein Bild von Skarbina. Kennen Sie Skarbina? Gewiss, sagte Melusine. Den kenne ich sehr gut. Aber allerdings, Erst von der letzten Ausstellung her. Und was außer den Gaslaternen im Nebel mir so eigentlich von ihm vorschwebt, das ist ein kleines Bild. Langer Hotelkorridor, Tür an Tür und vor einer der vielen Türen ein paar Damenstiefelchen. Reizend. Aber die Hauptsache war doch die Beleuchtung. Von irgendwoher fiel ein Licht ein und vergoldete das Ganze, den Flur und die Stiefelchen. Richtig, sagte die Baronin. Das war von ihm, und gerade das hat Ihnen so sehr gefallen? Ja, was auch natürlich ist. In meinen italienischen Tagen wenn ich von italienischen Tagen spreche, so meine ich übrigens nie meine Verheiratungstage. Während meiner Verheiratungstage habe ich Gott sei Dank so gut wie gar nichts gesehen, kaum meinen Mann, aber freilich immer noch zu viel. Also während meiner italienischen Tage habe ich vor so vielen Himmelfahrten gestanden, dass ich jetzt für Stiefeletten im Sonnenschein bin. Ganz mein Fall, Melusine. Freilich, ich bin jetzt nebenher auch noch fürs Japanische. Wasser und drei Binsen und ein Storch daneben. In meinen Jahren darf ich ja von Storch sprechen. Früher hätte ich vielleicht Kranich gesagt. Nein, Baronin, das glaube ich Ihnen nicht. Sie waren immer für das, was Sie jetzt ähm, Realismus nennen, was meistens mehr Ton und Farbe hat, und dazu gehört auch der Storch. Deshalb lieb ich Sie ja gerade so sehr. Ach! Dass doch das Natürliche wieder oben aufkäme. Kommt, Melusine. Melusinens krabbelnder kleiner Finger behielt recht. Es kam wirklich Besuch, erst Wroschowitz, dann aber, statt der drei, die sie noch nebenher gemutmaßt hatte, nur Tschako. Der Empfang des einen wie des anderen der beiden Herren hatte vorn im Damenzimmer stattgefunden, ohne Gegenwart des alten Grafen. Dieser erschien erst, als man zum Tee ging. Er hieß seine Gäste herzlich willkommen, weil er jederzeit das Bedürfnis hatte, von dem, was draußen in der Welt vorging, etwas zu hören. Dafür sorgte denn auch jeder auf seine Weise. Die Baronin durch Mitteilungen aus der oberen Gesellschaftssphäre, Czako durch Avancements und Demissionen und Wroschowitz durch Kritik. Alles, was zur Sprache kam, hatte für den alten Grafen so ziemlich den gleichen Wert aber das Liebste waren ihm doch die Hofnachrichten, die die Baronin mit glücklicher Ungeniertheit zum Besten gab. Wendungen wie ich darf mich wohl ihrer Diskretion versichert halten, waren ihr gänzlich fremd. Sie hatte nicht bloß ganz allgemein den Mut ihrer Meinung, sondern diesen Mut auch in Betreff ihrer jedesmaligen Spezialgeschichte, von der man in der Regel freilich sagen durfte, dass sie desselben auch dringend bedürftig war. Sagen Sie, liebe Freundin, begann der alte Graf. Was wird das so jetzt eigentlich mit den Briefen bei Hofe? Mit den Briefen? Oh, das wird immer schöner. Immer schöner? Nun, immer schöner. lachte hier die Baronin. Ist vielleicht nicht gerade das rechte Wort. Aber es wird immer geheimnisvoller. Und das Geheimnisvolle hat nun mal das, worauf es ankommt, will sagen den Charme. Schon die beliebte Wendung rätselhafte Frau spricht dafür. Eine Frau, die nicht rätselhaft ist, ist eigentlich gar keine, womit ich mir persönlich freilich eine Art Todesurteil ausspreche, denn ich bin alles nur kein Rätsel. Aber am Ende, man ist, wie man ist, und so muss ich dies Manko zu verwinden suchen. Es heißt immer üble Nachrede, drin man sich mehr oder weniger mit Vorliebe gefalle, es sei was Sündhaftes. Aber was heißt die üble Nachrede? Vielleicht ist das, was uns so bruchstückweise zu Gehör kommt, nur ein schwaches Echo vom Eigentlichen und bedeutet eher ein Zu wenig als ein Zu viel. Im Übrigen, wie es damit auch sei, mein Sinn ist nun mal auf das Sensationelle gerichtet. Unser Leben verläuft, offen gestanden, etwas durchschnittsmäßig, also langweilig, und weil dem so ist, setze ich getrost hinzu: Gott sei Dank, dass es Skandale gibt. Freilich für Armgard ist sowas nicht gesagt, die darf es nicht hören. Sie hört es aber doch, lachte die Komtesse, und denkt dabei, was es doch für sonderbare Neigungen und Glücke gibt. Ich habe für dergleichen gar kein Organ. Unsere teure Baronin findet unser Leben langweilig und solche Chronik interessant. Ich umgekehrt finde solche Chronik langweilig und unser tägliches Leben interessant. Wenn ich den Rudolf unseres Portiers Hartwig unten mit seinem Hub und seinen dünnen langen, Berliner Beinen über die Straße laufen sehe, so finde ich das interessanter als diese sogenannte Pikanterie. Melusine stand auf und gab Armgard einen Kuss. »Du bist doch deiner Schwester Schwester, oder mein Erziehungsprodukt, und zum ersten Mal in meinem Leben muss ich meine teure Baronin ganz im Stiche lassen. Es ist nichts mit diesem Klatsche, es kommt nichts dabei heraus.« »Ach, liebe Melusine, das ist durchaus nicht richtig.« es kommt umgekehrt sehr viel dabei heraus. Ihr Barbys, seid alle so schrecklich diskret und ideal. Aber ich für mein Teil, ich bin anders und nehme die Welt, wie sie ist. Ein Bier und ein Schadenhüpfer und mal ein Haberfeldtreiben, damit kommt man am weitesten. Was wir da jetzt hier erleben, das ist ja auch ein Haberfeldtreiben, ein Stück Feme. Nur keine Heilige. Nein, sagte die Baronin, keine Heilige. Die Feme war aber auch nicht immer heilig. Habe mir da neulich erst den Götz wieder angesehen, bloß wegen dieser Szene. Die Poppe beiläufig vorzüglich und der schwarze Mann von der Feme soll im Urtext noch viel schlimmer gewesen sein, so dass man es, Goethe war damals noch sehr jung, eigentlich kaum lesen kann. Ich würde mir es aber doch getrauen. Und nun wende ich mich an unsere Herren, die dies in diffizile Kampf hält. Ich weiß nicht, ritterlicher oder unritterlicherweise. Mir ganz allein überlassen haben. Dr. Wroschowitz, wie denken Sie darüber? Ich denke darüber ganz wie gnädige Frau. Was wir da lesen wie Runenschrift, nein, nicht wie Runenschrift. Wroschowitz unterbrach sich hier mißmutig über sein eigenes Hineingeraten ins Skandinavische. Was wir da lesen in Briefen vom Hofe, das ist Kritik. Und weil es Kritik ist, ist es gut. Mag es auch sein, Missbrauch von Kritik. Alles hat Missbrauch. Gerechtigkeit hat Missbrauch. Kirche hat Missbrauch, Kritik hat Missbrauch, aber trotzdem, auf die Feme kommt es an, und das große Messer muss wieder stecken im Baum. Brrr, sagte czako was ihm einen ernsten Augenaufschlag von Wroschowitz eintrug. Als man sich nach einer halben Stunde von Tisch erhoben hatte, wechselte man den Raum und begab sich in das Damenzimmer zurück, weil der alte Graf etwas Musik hören und sich von Armgards Fortschritten überzeugen wollte. Dr. Wroschowitz hat vielleicht die Güte, dich zu begleiten. So folgte denn ein Quatrement, und als man damit aufhörte, nahm der alte Barbie Veranlassung, seiner Vorliebe für solch vierhändiges Spiel Ausdruck zu geben, was Wroschowitz, dessen Künstlerüberheblichkeit keine Grenze kannte, zu der ruhig lächelnden Gegenbemerkung veranlasste, daß man dieser Auffassung bei Dilettanten sehr häufig begegne. Der alte Graf, wenig befriedigt von dieser Kritik, war doch andererseits viel zu vertraut mit Künstlerallüren im Allgemeinen und mit der Wroschowitschen im Besonderen, um sich ernstlich über solche Worte zu verwundern. Er begnügte sich vielmehr mit einer gemessenen Verbeugung gegen den Musikdoktor und zog, auf einer nebenstehenden Kosöse Platz nehmend, die gute Frau von Berchtesgaden ins Gespräch, von der er wußte, dass ihre Munterkeiten nie den Charakter. Goldener Rücksichtslosigkeiten annahmen. Wroschowitz seinerseits war an dem aufgeklappten Flügel stehen geblieben, ohne jede Spur von Verlegenheit, so dass ein sich kümmern um ihn eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Trotzdem hielt es czako für angezeigt, sich seine anzunehmen und dabei die herkömmliche Frage zu tun, ob er, der Herr Dr. Wroschowitz, sich schon in Berlin eingelebt habe. Hab ich, sagte Wroschowitz kurz und beklagen es nicht, ihr Zelt unter uns aufgeschlagen zu haben. Au contraire, Berlin eine schöne Stadt, eine sehr gute Stadt, eine sehr gute Stadt pour moi en particulier et pour les étrangers en général. Eine sehr gute Stadt, weil es hat Musik und weil es hat Kritik. Ich bin beglückt, Dr. Wroschowitz, speziell aus Ihrem Munde so viel Gutes über unsere Stadt zu hören. Im Allgemeinen ist die slawische, besonders die tschechische Welt, oh, die tschechische Welt, Vanitas vanitatum. Es ist sehr selten in nationalen Fragen, einem so freien Darüberstehen zu begegnen. Aber wenn es Ihnen recht ist, Dr. Wroschowitz, wir stehen hier wie zwei Schildhalter neben diesem aufgeklappten Klavier. Vielleicht, dass wir uns setzen könnten. Gräfin Melusine lugt ohnehin schon nach uns aus. Und als Wroschowitz seine Zustimmung zu diesem Vorschlage Tschakos ausgedrückt hatte, schritten beide Herren vom Klavier her auf den Kamin zu, vor dem sich die Gräfin auf einem Fauteuil niedergelassen hatte. Neben ihr stand ein Marmortischchen, drauf sie den linken Arm stützte. Nun endlich, Herr von Czako, vor allem aber rücken Sie Stühle heran. Ich sah die beiden Herren in einem anscheinend intimen Gespräche. Wenn es sich um etwas handelte, daran ich teilnehmen darf, so gönnen Sie mir diesen Vorzug. Papa hat sich, wie Sie sehen, mit der Baronin engagiert. Ich denke mir, über berechtigte bajowarische Eigentümlichkeiten, und Armgard denkt über Ihr Spiel nach und all die falschen Griffe. Was müssen Sie gelitten haben, Wroschowitz? Und nun noch einmal, Hauptmann Tschako, worüber plauderten Sie? Berlin. Ein unerschöpfliches Thema für die medisance Worauf Dr. Wroschowitz zu meinem Staunen verzichtete. Denken Sie sich, gnädigste Gräfin, er schien alles loben zu wollen. Allerdings waren wir erst bei Musik und Kritik über die Menschen noch kein Wort. Oh, Wroschowitz, das müssen Sie nachholen. Ein Fremder sieht mehr als ein Einheimischer. Also, freiweg und ohne Scheu, wie sind die Vornehmen, wie sind die kleinen Leute? Wroschowitz wiegte den Kopf hin und her, als ob er überlege, wie weit er in seiner Antwort gehen könne. Dann mit einem Male schien er einen Entschluss gefasst zu haben und sagte, Oberklasse gut, Unterklasse sehr gut, Mittelklasse nicht sehr gut. Kann ich zustimmen, lachte Melusine. Fehlen nur noch ein paar Details. Wie wäre es damit? Mittelklasse Berliner findet gut, was er sagt, aber findet nicht gut, was sagt ein anderer. czako trotzdem er sich getroffen fühlte, nickte. Mittelklasse Berliner, wenn er spricht, anderer, fällt in Krampf, in versteckten Krampf oder auch in nicht versteckten Krampf. In verstecktem Krampf. Ist ein Bild des Jammers, in nicht verstecktem Krampf ist er ein Affront. Brav, Wroschowitz, aber mehr, ich bitte. Berliner immer in der Täte, so wenigstens glaubt der Berliner immer hält. Berliner weiß alles, findet alles, entdeckt alles. Erst Borsig, dann Steffenson, erst Rudolf Herzog, dann Herzog Rudolf, erst Pfefferküchler Hildebrand, dann Papst Hildebrand. Nicht geschmeichelt, aber ähnlich. Und nun, Wroschowitz, noch eines. Dann sind sie wieder frei. Wie sind die Damen? Ach, gnädigste Gräfin. Nichts, nichts. Die Damen. Die Damen. Oh, die Damen. Sehr gut. Aber nicht spezifisch. Spezifisch in Berlin bloß die Madame. Da bin ich aber doch neugierig. Spezifisch bloß die Madame. Ich war, gnädigste Gräfin, in Petersburg und ich war in Moskau und ich war in Budapest und ich war auch in Saloniki. Ha, ah, ha, Saloniki. Schöne Damen von Helikon. Und schöne Damen von Libanon, hoch und schlank wie die Zeder, aber keine Madame. Madame nirgendwo, Madame bloß in Berlin. Aber Wroschowitz, es müssen doch schließlich Ähnlichkeiten da sein. Eine Madame ist doch immerhin auch eine Dame, wenigstens eine Acht-Dame. schon das Wort spricht es aus. Nein, gnädigste Gräfin, rien de tue. Dame, Dame, Dame denkt an Galan, Dame denkt an Putz oder vielleicht auch an Divorçon. Aber Madame denkt bloß an Rike draußen und mitterunter auch an Paul, und wenn sie zu Paul spricht, der ihr jüngster ist, so sagt sie Jott, dein Vater. O, oh, die Madame. Einige sagen, sie stürbe aus, andere sagen, sie stürbe nie. Wroschowitz, sagte Melusine, wie schade, dass die Baronin und Papa nicht zugehört haben, und dass unser Freund Stechlin, der solche Themata liebt, nicht hier ist. Übrigens hatten wir heute ein Telegramm von ihm, haben Sie vielleicht auch Nachricht, Herr Hauptmann? Heute, gnädigste Gnerfin und auch ein Telegramm. Ich habe es mitgebracht, weil ich an die Möglichkeit dachte. Bitte lesen. Und Chakolas, London, Charing Cross Hotel. Alles über erwarten groß. Sieben unvergessliche Tage. Richmond schön, Windsor schöner. Und die Nelsonsäule vor mir. Ihr von St. Melusine lachte. Das hat er uns auch telegraphiert. Ich finde es wenig, stotterte Czako verlegen, und als Doublette finde ich es noch weniger, und ein Mann wie Stechlin, ein Mann in Mission, und jetzt sogar unter den Augen Ihrer Majestät von Großbritannien und Indien. Alles stimmte dem, dass es wenig sei zu. Nur der alte Graf wollte davon nichts wissen. Was verlangt Ihr? Es ist umgekehrt ein sehr gutes Telegramm, weil ein wichtiges Telegramm Richmond, Winzer Nelson Säule soll er etwa telegraphieren dass er sich sehnt uns wiederzusehen und das wird er nicht einmal können so riesig verwöhnt er jetzt ist ihr werdet euch alle sehr zusammennehmen müssen auch du melusine natürlich ich am meisten